Hallo und herzlich willkommen zur virtuellen Campus-Tour. Cool, dass ihr alle eingeschaltet habt. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr Fragen habt, stellt die jederzeit im Chat. Wir beantworten sie dann später. Und jetzt würde ich mal sagen, ich zeige euch als erstes mal den Campus und dann werdet ihr sehen, warum die KU genau die richtige Uni für euch ist. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur Campus Tour. Ich bin die Carrie, studiere hier an der KU Journalistik und heute zeige ich euch die Gebäude, die ihr als Erstis kennen solltet. Das Praktische an Eichstätt ist, die ganze Stadt ist ein Campus. Über 40 Gebäude sind in der Stadt verteilt. Und das Beste, ihr erreicht alle Gebäude in maximal 10 Minuten zu Fuß. Hier in der Sommerresidenz findet ihr die Zahlstelle, wo unsere Semesterbeiträge eingehen. Außerdem könnt ihr da KU-Merch kaufen, wie zum Beispiel Hermines Backbuch oder Tassen oder T-Shirts. Nun befinden wir uns vor dem KGA, dem Kollegiengebäude. Da drin finden die meisten Vorlesungen und Seminare statt. Das Kollegiengebäude wurde in den 60ern von Schattner erbaut und ist seit kurzem denkmalgeschützt. Das hier ist die Aula, das Herzstück der KU. Hier beginnt und endet euer Studium. Außerdem finden hier regelmäßig Konzerte, Theateraufführungen und auch Prüfungen statt. Im Moment probt hier ab und zu die Wanderbühne, eine Theatergruppe der KU. Wir treffen uns ungefähr einmal in der Woche und führen dann hier unser Stück auf. Hier drin im KGA gibt es Lerninseln, wo sich die Studis für Projektarbeiten treffen können. Hier könnt ihr eure Uni-Unterlagen ausdrucken, euch eine Erfrischung holen oder kostenlos per Knopfdruck euer Wasser auffüllen. Außerdem könnt ihr hier für ein paar Münzen eure Wäsche waschen und trocknen. Und hier gibt es viele, 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 viele Seminar- und Vorlesungsräume. Und KGA 201 ist mein Favorit. Wegen der Aussicht. Kommt mal mit. Für alle Sportskanonen unter euch, hier ist das Sportgebäude der KU. Dort finden regelmäßige Sportkurse der Uni statt und außerdem haben wir ein Fitnessstudio für einen geringen Beitrag für unsere Studis. Hinter mir, in der Mensa und Cafeteria, gibt's leckeres Essen, Kuchen, Kaffee und ab und zu auch mal ein Bier. Im Mensa-Trakt könnt ihr eure Karte aufladen. Die braucht ihr vor allem für einen Kopierer oder zum Essen holen. Einfach die Karte reinstecken, den Schein einführen. Kurz warten und fertig. Außerdem gibt es noch ein EC-Lesegerät, falls ihr mal kein Bargeld dabei habt. Also ich hätte gerne den Kräuterquark garniert mit den Röstkartoffeln. Oh, danke. Ja, und dann hätte ich gerne noch einen Kuchen. Euren Einkauf könnt ihr dann ganz easy mit der KU-Karte einfach per Touch bezahlen. Super, danke. Dann noch einen schönen Tag. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Guten Appetit! Hier ist die ehemalige Orangerie. Das ist heute das Rechenzentrum, hinter uns das Medienhaus der Journalistik und hier die Geografie. Und wenn ihr Bock auf Studiradio habt, dann kommt vorbei und macht mit bei Radio Pegasus. Die treffen sich einmal in der Woche und produzieren eine richtig coole Sendung. Das ist das Waisenhaus. Und darin finden die meisten Psychologie- und Journalistikveranstaltungen statt. Das Waisenhaus heißt nicht umsonst Waisenhaus. Darin waren früher wirklich mal Waisen untergebracht. Ganz besonders ist übrigens das Treppenhaus. Dort pilgern regelmäßig Architekturstudis hin, um sich's anzuschauen. Das ist das ehemalige Kapuzinerkloster. Heute befindet sich darin der Studiengang Soziale Arbeit und Soziologie. Außerdem ist hier auch noch das Prüfungsamt und Teile der Verwaltung. Hier gibt's auch einen richtig coolen Garten. Hier im Kapuzinergarten wird Obst und Gemüse angebaut. Außerdem hat die KU auch Bienen. Den Honig könnt ihr in der Sommerresidenz kaufen. Wenn ihr einen grünen Daumen habt, dann könnt ihr übrigens auch den Garten beim Kapuzinergarten Eden mitgestalten. Oder einfach vorbeikommen und abschalten. Never mind, she declined to the first date.
Das ist die Schutzengelkirche. Sie ist unsere Seminar- und Universitätskirche, wo Gottesdienste sowohl zu Semesterbeginn als auch Ende stattfinden. Außerdem ist sie für ihre prächtige barocke Ausstattung mit 567 Engeln bekannt. Das ist Eichstätts Marktplatz. Hinter mir ist das Studierendenbüro, wo ihr euch vor und während eurem Studium kompetent beraten lassen könnt. Schräg gegenüber der Studierendenberatung ist die University Art Gallery. Darin befinden sich Kunstausstellungen unserer Studierenden. Das waren die Spots, die ihr unbedingt als Erstis in Eichstätt kennen müsst. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut auf unserer Website vorbei oder kommt einfach persönlich in Eichstätt vorbei. Bis bald, eure Carrie. Na, was haltet ihr von Eichstätt und dem Campus? Echt schön hier, oder? Habt ihr irgendwelche Fragen? Wenn ja, schreibt sie mir gerne in den Chat. Vorhin wurde zum Beispiel die Frage gestellt, kann man sich im Moment Eichstätt und den Campus auch so anschauen oder ist das aufgrund von Corona nicht möglich? Natürlich, ihr könnt jederzeit vorbeikommen, ihr seid jederzeit willkommen. Wir freuen uns auf euch. Allerdings natürlich immer eine FFP2-Maske in der Jackentasche oder in der Hosentasche haben. Aber ansonsten könnt ihr euch jederzeit den Campus anschauen. Nur sonntags ist ganz oft mal abgeschlossen. Und die Bibliotheken sind auch nur von Montag bis Freitag geöffnet. Apropos Bibliotheken, wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt, würde ich euch die ganz gern zeigen. Herzlich willkommen zu unserer Bibliotheksführung. Die KU hat nicht nur eine Bibliothek, sondern gleich fünf. Und wo ihr arbeiten und lernen könnt, das zeige ich euch jetzt. Ich schreibe hier drin in der Zentralbibliothek im Moment meine Bachelorarbeit. Innen drin im Lesesaal könnt ihr arbeiten oder hier draußen auf den Liegestühlen bei schönem Wetter einfach mal relaxen. Hinter uns ist die Hofgartenbibliothek. Darin findet man vor allem historische Bestände, wie zum Beispiel Handschriften, Inkunabeln, alte Drucke, grafische Sammlungen und eben Bestände aus dem früheren Kirchenbesitz. Für die Geschichtsjunkies unter euch, vor allem die alte Handschriftensammlung, ist richtig spannend. Das ist übrigens die Campuskatze Günni und die freut sich immer über ein paar Krauleinheiten, wenn ihr ihn seht. Das ist die Aula Bib, eine ziemlich coole Architektur, wo Neues und Altes zusammenspielen. Außerdem befinden sich hier drin Buchscanner und vor allem Bücher für die Journalisten. Danke, Günni! Das ist die Teilbibliothek Ulmer Hof. Hier drin findet ihr die Theologische Fakultät und die Religionspädagogik. Die Bibliothek war früher ein Innenhof und deswegen gibt es hier richtig schicke, offene Arbeitsplätze. Das war unsere Bib-Tour. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut auf ku.de oder kommt einfach vorbei. Frohes Studieren, eure Carrie. Ich bin tatsächlich auch damals über den Tag der offenen Tür hier nach Eichstätt gekommen. Durch Zufall, ehrlich gesagt. Ich habe erst eine Ausbildung als Zahntechnikerin gemacht und habe dann mein Abi auf der BOS nachgeholt. Und wusste, ich möchte unbedingt schon gerne was mit Medien machen, so der Klassiker, irgendwas mit Medien. Habe mich damals auch total für Radio interessiert, habe da auch ein Praktikum drin gemacht und dann hat mein damaliger bester Freund oder eigentlich immer noch ein ganz guter Freund von mir, jetzt mein Mitbewohner, hat mich damals überredet, der hatte Geburtstag an diesem Tag, 2018 war das am Tag der offenen Tür und habe mich dann tatsächlich hier gleich sofort wohlgefühlt und bin gleich in Veranstaltungen von der Journalistik und damals auch Lehramt, Grundschule, hingegangen, habe mir die angeschaut und dann war mir eigentlich am Abend klar, Journalistik wird's und ja, ich lieb's. Ich bin jetzt im sechsten Semester und die Uni ist einfach toll. Also wir haben kleine Kurse, wir haben super kurze Wege, sowohl zu Fuß als auch zu den Dozierenden selber. Die haben immer eine offene Tür, natürlich jetzt mit Corona eher die offene Zoom-Tür als eine echte offene Tür, das ist klar. Aber normalerweise trifft man die auch regelmäßig in der Mensa oder in der Cafeteria und darf sie einfach so ansprechen und bekommt auch immer sofort einen Termin. Kommen viele Studentinnen aus anderen Bundesländern?
Ja, tatsächlich. Also ich kenne einige, die aus NRW kommen. Wenn du dich am Campus hier umschaust, es kommen einige aus der Region, aber auch ganz viele aus anderen Bundesländern. Ich persönlich komme aus Nürnberg, also aus dem schönen Frankenland. Inwiefern spielt der Begriff katholisch eine Rolle? Also, um ehrlich zu sein, hatte ich damals auch ein bisschen Angst, weil ich bin evangelisch, dass ich hier vielleicht gar nicht angenommen werde. Aber wir sind einfach weltoffen. Also bei uns ist es vollkommen egal, welcher Religion du angehörst, auf wen du stehst, ob du queer bist, ob du straight bist, vollkommen egal. Das kannst du handhaben, wie du möchtest, einfach worauf du Lust hast. Wo wohnt man am besten als Studentin? Das kommt ganz auf dich drauf an. Bist du lieber alleine und hast eine eigene Wohnung? Gibt es hier ganz viele Möglichkeiten. Bist du lieber in einer WG und wohnst gerne einfach mit WG-Kumpels und Freundinnen in einer WG? Gibt es ja auch viele coole WG-Zimmer, auch alles sehr preiswert. Und wir haben auch ein paar Studierendenwohnheime. Das heißt, wenn du einfach lieber der Wohnheimstyp bist und gern deinen Bereich hast, aber auch gern mal was mit anderen Leuten machst und die einfach ums Eck wohnen, haben wir ganz viele Wohnheime hier. Freizeit- und Sportgruppen an der Uni und wenn ja, welche? Ich kann jetzt mal ein paar aufzählen, also weil auch schon nach Chor gefragt wurde. Wir haben ganz viele Chore. Wir haben einen Kammerchor, wir haben eine A Cappella-Gruppe, wir haben eine Tanzgruppe, ich glaube sogar zwei, um nicht zu lügen. Wir haben eine Theatergruppe, die Wanderbühne. Wir haben einen Radiosender, unser Radiostudio, also wir haben zwei Radiostudios hier im Medienhaus und da kann man eben mitwirken beim Studentenradio, wann man möchte und an verschiedenen Beiträgen basteln. Und wir haben sogar eine Gärtnergruppe auch, der Garten Eden, genau, habe ich ja auch schon im Video gesagt. Aber zu mehr musst du ehrlich gesagt nachschauen, weil alle weiß ich nicht auswendig, das sind einfach zu viele. Ansonsten Studentenkneipe, ja, tatsächlich, natürlich gerade wegen Corona nicht ganz so einfach, aber die Theke ist unsere Studierendenkneipe, im Sommer dann hoffentlich auch wieder mit Biergartenbetrieb, im Winter dann natürlich mit Partys innen drin. Dazu kommt aber auch gleich noch ein Filmchen, bleibt gespannt. Oh, wie sind die Chancen, günstig unterzukommen? Also, da kann ich euch einen Tipp geben, so schnell sein wie möglich. Also, sobald ihr wisst, dass ihr den Platz bekommen habt, euren Studienplatz bekommen habt, bewerben. Weil was ich gehört habe, ich habe mich jetzt selber nie für ein Studierendenwohnheim beworben, aber die Studierendenwohnheime sind schon immer super beliebt und auch sehr, sehr schnell weg. Allerdings WGs und WG-Zimmer gibt es eigentlich immer bis zum Schluss. Dann würde ich jetzt mit dem nächsten Video weitermachen. Und zwar, da zeige ich euch die beliebtesten Plätze meiner Meinung nach in Eichstätt. Und danach könnt ihr auch gerne nochmal Fragen stellen. Also wir brechen nicht gleich ab, sondern ihr könnt dranbleiben und weiterhin fragen. Viel Spaß beim Video. Auf unserer Seminarwiese an der Altmühl könnt ihr zwischen den Vorlesungen entspannen, abhängen oder auch sporteln. Ob Kaffeepause oder Mensa-Schmaus, unsere Mensa-Terrasse und Cafeteria laden dazu ein. Das ist die Theke von der Katholischen Hochschulgemeinde, kurz KHG. Die Theke ist unsere Studierendenkneipe, in der sich die Studierenden und Dozierenden nach einem anstrengenden Unitag treffen. Im Sommer auf ein kühles Bier oder ein Weinschörlchen im Biergarten oder im Winter sich richtig einheizen lassen von den Thekenpartys. Hier gibt's alles. Glühweinseminar, Karaokeabend und. Das ist übrigens unsere Campuskatze Günni. Und der freut sich immer über ein paar Streicheleinheiten, wenn ihr ihn seht. Meistens hängt er in der Theke ab. Wenn um 12 Uhr die Tore in der Theke geschlossen werden, dann geht es meistens im Nachtwächter oder im Pub weiter. Eine Runde Dart, ein kühles Bier und zum Abschluss, Schluss, eine Pizza. Das ist unser Bermuda-Dreieck. Theke, Nachti, Pizza. Und wenn ihr das nächste Mal im Nachti seid, fragt mal nach einer Ampel. Wandern, spazieren gehen oder einfach abschalten, das könnt ihr am Panoramaweg. Erholung pur im Grünen. Und da gehe ich jetzt hin. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut einfach auf ku.de oder kommt selber vorbei. Ciao! Na, habt ihr jetzt schon Lust auf Eichstätt bekommen? Dann kommt auf alle Fälle bald vorbei. Ich hoffe, ihr entscheidet euch für die KU und ich freue mich auf euch, wenn wir uns dann im Oktober persönlich am Campus sehen. Macht's gut, danke euch, ciao!